Hallo Linux-Freunde, hier ist Joe. Ich möchte euch heute eine Installation zeigen mit einer Ubuntu Mini ISO-Datei und ich installiere da einen sogenannten Vanilla Desktop. Ich habe mich jetzt einfach mal für XFCE entschieden. Das könnte man jetzt auch mit jedem erdenklich anderen Desktop machen. Und zwar nicht eben Xubuntu. Also nicht die Ubuntu-Version von XFCE, sondern den reinen XFCE-Desktop, so wie man ihn auch bei Debian oder Arch installieren würde. Das heißt, es kommt kein Schnickschnack mit, den Ubuntu oder das Xubuntu-Team gemacht hat, sondern man kann dann den XFCE-Desktop selber so aufbauen, wie man gerade möchte. So, das Erste, was man machen muss, ist natürlich die ISO-Datei von Ubuntu zu holen. Die hat gerade mal 65 MB und befindet sich unter Alternative Downloads. Den Link werde ich euch unten reinschreiben, wo ihr das findet. So, dann geht's los. Wir haben hier im Bootmenü drei verschiedene Möglichkeiten. Erstens Install, das ist so halb grafisch. Dann Command Line Install unterscheidet sich eigentlich nicht wesentlich davon, außer dass man das, was ich jetzt dann zeige, machen muss, weil man überhaupt keine Auswahl am Schluss hat. Was Desktops betrifft, hier bei der ersten Methode kann man sich noch entscheiden, dass man das irgendwie auch automatisch installieren lässt, wenn man doch ein Xubuntu möchte. Machen wir aber heute nicht. Und Advanced Options, da kann man noch genauer auswählen, was man haben möchte und was man nicht haben möchte. Das heißt, man kann dieses System, das wir jetzt machen, nochmal bedeutend reduzieren. Wir machen aber jetzt mal hier weiter. Install. Einfach mal die erste Version. Und wir haben hier also ein Sprachauswahlmenü. Da gehen wir natürlich auf German. Und da sagt er mir, dass der Installer vielleicht für die gewählte Sprache nicht ganz vollständig ist. Im Deutschen kann ich aber sagen, trifft das eigentlich gar nicht zu. Das ist ausreichend und deswegen setzen wir die Installation in der gewählten Sprache fort. Wenn wir auf Nein drücken, dann wird es in einer anderen Sprache weitergehen. Jetzt werden die Lokales ausgesucht. Auch hier hat er jetzt schon erkannt, wir haben vorher Deutsch gewählt und jetzt müssen wir natürlich auch Deutschland wählen. So, jetzt könnte man natürlich noch beim Keyboard, also bei der Tastatur, auswählen, dass man selber ausprobieren möchte und dass er die Tastatur selber erkennt. Das machen wir aber nicht. Und ihr seht hier schon, hier wird das Ganze in englischer Sprache geschrieben. Das ist also nicht übersetzt. So, und jetzt hat er tatsächlich selber die deutsche Tastatur erkannt. Wenn er das nicht gemacht hätte, könnte man hier aber immer noch ausbessern. Wir gehen weiter. Die Tastaturbelegung, denn es gibt ja verschiedene Tastaturbelegungen für die deutsche Sprache, die kann man sich jetzt aussuchen, je nachdem, welche Tastatur man hat. Wenn jetzt zum Beispiel jemand eine Mac-Tastatur hat, dann könnte er das jetzt auswählen. So, und jetzt sucht er entsprechende Hardware, damit er das überhaupt alles machen kann. Und dazu gehört zum Beispiel jetzt das Netz. Und er hat mir jetzt schon gesagt, dass er sich jetzt verbunden hat. Und hier kann man jetzt einen Rechnernamen eingeben. Ich lasse einfach jetzt mal Localhost. Das könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Und jetzt ist wichtig, dass ihr mit der Pfeiltaste nach unten geht und dass dieses Weiter orange wird und erst dann geht es weiter. Das ist jetzt bei den nächsten Aktionen immer so. So, jetzt geht es um den Spiegelsurfer, also wo soll er sich das holen, damit das auch schnell geht, was wir uns da herunterladen. Deutschland würden wir natürlich hier bevorzugen und er sucht jetzt einen Spiegelsurfer in der Nähe und man sagt de.archiv. Ubuntu.com ist in dem Fall immer eine gute Wahl für Deutschland und deswegen machen wir das. Proxy, wenn ihr da was machen wollt, müsst ihr ja was
reinschreiben und leer lassen für keinen Proxy und wieder hier auf Weiter. Und los geht's. Jetzt werden die absoluten Grundkomponenten geladen, die wir brauchen, damit wir jetzt überhaupt zum Beispiel mal die Festplatte partitionieren können. Ihr habt vorhin vielleicht schon FDisk gesehen und jetzt muss er zusätzliche Komponenten laden. Ihr seht, das ist eigentlich bisher keine sehr schwierige Sache gewesen. Ich denke, dass die meisten Leute das aber nicht kennen, weil man Ubuntu immer damit verbindet, dass da alles vorkonfiguriert ist und dass man nicht viel machen kann. Und ich nenne mich jetzt mal Joe und mein Benutzerkonto nenne ich auch Joe. Und jetzt brauche ich ein Passwort für meinen Benutzer. Und wenn ich jetzt nochmal sehen möchte, was das für ein Passwort ist, ob ich mich auch nicht vertippt habe, dann kann ich das in Klartext anzeigen lassen. Das will ich jetzt nicht. Und zur Bestätigung, wie bei jedem Installer, gebe ich dieses Passwort nochmal ein. Jetzt sagt er mir, dass ich ein schwaches Passwort gewählt habe. Ist ja logisch, dass ich das jetzt in der VirtualBox zum Zeigen. Und jetzt versichert er sich nochmal, dass ich das auch wirklich so haben möchte. Mir ist es jetzt egal, jetzt brauche ich kein gutes Passwort. Jetzt wird die Zeitzone überprüft. Bei Deutschland ist er jetzt davon ausgegangen, dass die Zeitzone Europa und Berlin ist. Wenn das jetzt nicht korrekt wäre, dann könnte man sich das selber noch letztendlich aussuchen, was man haben möchte. Oder wenn man tatsächlich woanders ist. Es könnte ja sein, dass man in deutscher Sprache das haben möchte mit deutscher Tastatur, aber dass man ganz woanders ist. Und deswegen die Zeitzone anders möchte. Aber bei mir ist das jetzt korrekt und deswegen soll er das jetzt mal machen. Ja, und wie immer gibt es jetzt die Möglichkeit, die Partitionierung vollständig und geführt zu machen. Das würde ich jetzt mal bevorzugen. Oder manuell, wenn man sich also jetzt beispielsweise die Partitionen selber einrichten möchte, eine eigene Home-Partition und so weiter, was einem immer auch einfällt und wenn man die Größen verändern möchte und so weiter. Das ist aber jetzt nicht Teil von diesem Video. Deswegen machen wir jetzt eine vollständige Partition hier in der VirtualBox. Und jetzt zeigt er mir nochmal zur Vergewisserung, ob ich auch tatsächlich die richtige Festplatte hier habe. Kann ich jetzt nochmal überprüfen. Das stimmt, das ist die VBox-Harddisk, der ich jetzt 10,7 GB zugewiesen habe und die nennt sich hier wie immer SDA. So, das bestätige ich. Und jetzt will er nochmal wissen, ob ich das tatsächlich machen soll, weil ab jetzt wird alles, was vorher da drauf war, gelöscht. Deswegen ist hier auch die Vorauswahl bei Nein, damit ich wirklich nicht einfach nur auf Enter drücke. Ich gehe auf A, denn ich habe mich jetzt vergewissert, dass ich diese Festplatte löschen möchte und partitionieren möchte, aber schaut da wirklich genau drauf, denn es kann sehr schnell passieren, dass man doch da mal einen Fehler macht. Also hier nochmal vergewissern, dann auf Ja. Dann geht es weiter. Und jetzt seht ihr schon, hier wird jetzt das Grundsystem installiert. Und das dauert jetzt ein bisschen und deswegen werde ich jetzt hier mal pausieren und ich schalte wieder ein, wenn das bei 100% ist. So, jetzt sind wir durch. Er hat alles runtergeladen, was zu Ubuntu Grundsystem gehört. Und die Frage, die jetzt kommt, ist, ob wir automatische Aktualisierungen wollen. Die wollen wir nicht. Man kann, wenn man das haben möchte, dann Sicherheitsaktualisierungen automatisch installieren. Ich bevorzuge das nicht, aber wer das haben möchte, kann das selbstverständlich tun. So, und jetzt, nachdem das geklärt ist, muss er noch einiges installieren. Und das sind jetzt zum Beispiel die ausgewählten Sprachpakete. Also alles das, was wir selber jetzt schon angegeben haben. Vorher war das Ubuntu-Grundsystem, das immer gleich ist.
So, und ich pausiere jetzt wieder. Beziehungsweise, nee, er war jetzt schneller, als ich gedacht habe. Also, wir brauchen nicht pausieren. Das Wichtigste des Systems ist jetzt installiert, steht auch hier. Und jetzt kann man das System noch auf die eigenen Bedürfnisse anpassen. Da hat man jetzt hier eine Auswahl. Und zwar sieht man hier, was man da alles auswählen kann. Wir haben hier zum Beispiel Kubuntu Desktop, Kubuntu Full, Ubuntu Minimal, Ubuntu Desktop und dann haben wir hier Ubuntu Minimal GTK und Ubuntu Qt Desktop und so weiter. Ubuntu Budgie, ich muss jetzt nicht alles aufzählen, aber ihr seht schon, das bezieht sich jetzt immer auf den Desktop, der von Ubuntu konfiguriert ist. Also es wird hier zum Beispiel nicht LXDE angeboten, es wird auch nicht Plasma angeboten. Und hier unten, wir wollen ja XFCE, da wird eine Xubuntu Minimalinstallation angeboten. Also das ist das sogenannte Xubuntu Core und der volle Xubuntu Desktop. Wenn wir das jetzt anwählen würden, Xubuntu Desktop, dann würden wir im Endeffekt dasselbe erhalten, wie wenn wir gleich Xubuntu mit der entsprechenden ISO installieren. Das macht natürlich keinen Sinn. Und wir wollen ja XFCE. Aber bevor ich es vergesse, ich möchte auf jeden Fall den Print Server. Diese Auswahl trifft man hier mit der Leertaste. Und da uns das alles nicht gefällt, was wir hier haben, ja, lassen wir jetzt alles weg. Wir machen keinen Desktop, der hier zur Auswahl steht und stattdessen gehen wir sofort auf Weiter und jetzt wird nur der Print-Server und ja, sonst eigentlich nichts. Bei Debian ist es so, da wird so ein Debian-Grundsystem installiert. Ansonsten ist es hier gar nichts. Wir sind also fertig und mit Enter bestätigen wir das Ganze und er hat jetzt eigentlich nicht viel zu tun. Denn wir haben ja eigentlich fast nichts ausgewählt und ihr seht, er braucht hier bei mir momentan nur noch 35 Sekunden. Also wie gesagt, das können wir jetzt vielleicht abwarten. Wenn ihr sowieso ein Xubuntu wollt, dann hat es keinen Sinn, hier das so zu machen, weil der Weg dauert hier etwas länger durch das, dass man das erst runterladen muss und ein Xubuntu ist wesentlich schneller installiert auf dem Weg, dass man die Xubuntu ISO-Datei benutzt. Das hier ist tatsächlich dafür gedacht, dass man etwas selber ganz frei konfigurieren kann. Und naja, jetzt macht er das und ich mache eine kurze Pause. Die nächste Meldung, die jetzt kommt, ist die Frage, ob wir den Grub Bootloader in den Master Boot Record installieren wollen. Wir haben hier bloß ein System und insofern wollen wir das natürlich machen. Es kann natürlich Fälle geben bei Multiboot-Geschichten, wo man das nicht haben möchte, weil man zum Beispiel den Bootloader von einem anderen System haben möchte oder so. Das muss man sich dann im Regelfall, im Einzelfall überlegen, wie das ist. Ich drücke hier auf Ja, denn ich möchte das in dem Fall in den Master Boot Record dieser Festplatte installieren. Das macht er jetzt und jetzt fragt er mich gleich, ob die Systemzeit auf UTC gesetzt ist. Ja. So, jetzt ist die Installation abgeschlossen. Man muss jetzt darauf achten, auch in der VirtualBox, bevor man weiter drückt, dass man die CD entfernt. Also wenn man einen Stick drin hat, ist es sowieso klar, weil er sonst erneut die Boot-ISO laden würde. Und hier ist es auch so, bei der VirtualBox muss man also oben bei Geräte den Haken bei dieser ISO wegmachen. Ich mache das schnell mal und dann starte ich. So, also bei Geräte, wie gesagt, den Haken bei Mini-ISO wegmachen. Und jetzt drücken wir auf Weiter und wenn alles geklappt hat, dann sollte er jetzt rebooten. Ihr seht, erst kommt mal VirtualBox. Und jetzt sind wir da und wir landen jetzt
in einer Kommandozeile, denn wir haben ja auch keinen Login-Manager installiert. Also wir müssen jetzt damit Vorlieb nehmen, dass wir jetzt hier sind. Und der Localhost Login, das ist jetzt der Benutzername, den ihr vorhin vergeben habt. Also das ist in dem Fall der Joe. Und jetzt fragt er auch hier nach dem Passwort. Muss ich nochmal machen. So, ich habe mich anscheinend vertippt. So, und jetzt ist es also, ich habe vorhin gesagt, Kommandozeile, das war noch keine Kommandozeile, denn da wurde ja nur nach dem Benutzernamen und nach dem Passwort gefragt. Aber jetzt seht ihr, jetzt haben wir eine Kommandozeile. Und jetzt können wir das installieren, was wir eigentlich haben wollen. Was wir auf jeden Fall zunächst brauchen, ist Xorg, das ist der Display-Server. Sonst werden wir keine Verbindung haben, um überhaupt etwas Grafisches anzuzeigen. Also keinen Desktop. Ohne Xorg müssten wir jetzt hier auf der Kommandozeile bleiben und wir hätten gar nichts. Ja, das brauchen wir auf jeden Fall. Bei Ubuntu reicht in diesem Fall dieser Befehl hier. Der installiert alles mit. Bei Arch muss man ja ein paar mehr Sachen machen. Das sind das drei Dateien oder so ähnlich, um das zu installieren. Hier reicht das. So, und jetzt überlegen wir uns, was brauchen wir noch? Wir haben vorhin gesagt, wir wollen XFCE 4 als Desktop. Und jetzt ist die Frage, wollt ihr einen Login-Manager haben? Oder reicht euch das, was ihr vorhin gesehen habt? Also man kann sich theoretisch immer so anmelden wie gerade eben. Aber ich würde jetzt einfach mal sagen, ich installiere LightDM als Login Manager. Und damit wir auch einen sogenannten Begrüßungsbildschirm haben, installieren wir LightDM GTK Greeter. So, ich könnte jetzt gleich nochmal die XFCE 4 Goodies installieren. Das mache ich jetzt mal nicht, denn wir wollen ja jetzt was Abgespecktes haben. Denn diese Goodies, die noch ein paar Zusatzfunktionen zu XFCE bringen, die kann man später auch nachinstallieren, wenn man der Meinung ist, dass man das braucht. Also ich mache es jetzt mal ganz abgespeckt. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich was vergessen habe. Ja, ich habe tatsächlich was vergessen, den Befehl zum Installieren. Jetzt hat er Xorg als Befehl interpretiert. Ja, das seht ihr mal. Aber ich lasse das jetzt mal, das schneide ich nicht raus, damit ihr seht, dass sowas einfach mal passieren kann. Jetzt möchte er das Passwort haben. Und jetzt fragt er nochmal, ob das tatsächlich mein Ernst ist, dass ich das alles neu installieren möchte. Und das Ganze verbraucht jetzt dann 590 MB am Plattenplatz, zusätzlich zum Ubuntu-System. So, das dauert jetzt natürlich ein bisschen, denn wir müssen jetzt den ganzen Desktop erstmal herunterladen, die ganzen Icon-Themes und so weiter. Und deswegen mache ich jetzt mal wieder eine Pause. So, wir sind jetzt durch. Und jetzt müssen wir das Ganze neu booten. Und dazu geben wir hier, weil wir ja immer noch in der Kommandozeile sind, den Befehl Reboot ein. Und jetzt bin ich gespannt. Aber kommt. Scheint so zu sein. Hier ist also der Anmeldebildschirm. Es sind jetzt noch keine Guest Editions installiert. Deswegen schaut das jetzt noch sehr klein und komisch aus. In Wirklichkeit ist das natürlich nicht so. Und wir geben jetzt hier das Passwort ein. Und befinden uns jetzt
im ganz normalen XFCE Desktop. Ich mache mal schnell die Guest Editions an, damit ich den Bildschirm dann groß habe. So, jetzt seht ihr also den ganzen Bildschirm. Damit möchte ich mich aber jetzt gar nicht aufhalten, denn es ging ja um die Installation. Und ich wollte euch bloß zeigen, das Ganze hat hier jetzt 198 MB RAM-Verbrauch vom Start weg. Und das ist natürlich ganz was anderes wie ein Xubuntu, das auf keinen Fall unter 300 ist, wenn es das erste Mal gestartet ist. Der Nachteil ist natürlich, dass ihr jetzt alles Mögliche hier noch selber einrichten müsst. Es ist eben dieser Standard XFCE Desktop. Der ist jetzt nicht besonders schön, aber er ist auch nicht besonders grausam, finde ich. So, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was damit anfangen, was ich euch so erzählt habe. Bis zum nächsten Mal. Euer Joe.